Wetter sagt, es ist Zeit für Rafting. Rafting bin ich dabei, aber Rafting ist mein Ding. Sicher? Ja, ganz sicher. Als Zeit. Mahlzeit. Ja, immer diese Handy-Junkies, ne? Ja, ich muss Bescheid geben, dass ich gut angekommen bin. Gib euch die Frage, Herr Manner. Ja, der muss sich bei Mama abmelden. Stellvertretend für dich. Tada. Dieses Jahr macht mein Job. Ja, sicher. Ich versuche mal Social Media, aber ich schaffe das nicht. Ja, heute sind wir mal wieder am Toverland zu Halloween. Ja! Mit Halloween-Wetter. Da gehe ich lieber in den Maze. Düstig, mystig. Ja, und dann schauen wir mal, wie der Tag wird, ob wir viel bei dem Wetter fahren können oder ja. Maces haben wir auch wieder gebucht. Ja, vier wird sehr spaßig. Ja. Ich hoffe, es wird sehr spaßig und lustig. Ja, für euch jetzt erstmal das Intro, für uns zum Eingang und dann schauen wir mal, ja, wie der Tag so wird. Und wir nehmen euch dafür mit und zeigen euch, ob es gut oder schlecht wird. Also ich gehe mal davon aus. Das wird immer gut hier. Genau. Naja, es gibt auch schlechte Tage mal. Ja, ich weiß noch nicht, welche Gäste hier sind. Okay, aber aus Sicht des Toverlands, ich mag es einfach. Es ist super. Ja. Ja, das gefällt mir ja auch, definitiv. Also vor allen Dingen mit Halloween. Ich glaube, ich werde meine Jahreskarte dieses Jahr verlängern. Wir diskutieren weiter und ihr kriegt jetzt erstmal das Intro. Voll langsam, hast du mehr von? Willst du neue Deko werden? Genau. Ich wollte dekolisiert werden. Der ist nicht pink. Nix da, wieso ist doch nicht pink? Auf keinen Fall pink. Ey, wir ziehen einen und fragen Mitarbeiter, ob es den in pink gibt. Nein. Komm, da steht da bestimmt der Wagen. Was möchtest du mir sagen? Waren die Pinke und wieder nach Einhörner. Dann zeigen wir euch mal, wie man sich im Park nicht aufführt. Jo, wir haben es im Park geschafft. Darf ich ja dann auch? Ja. Ja, gefrühstückt haben wir auch schon. Ja. Mittags. Ja. Mittagsfrühstück. Genau. Spätes Frühstück, Brunching. Ja. Und bevor es jetzt für uns nachher schon in die erste Maze geht, wollten wir noch mal unser Rafting machen. Weil hier im Park können wir das noch machen, also wollen wir das noch mal mitnehmen. Weil Rafting ist mein Ding. Unser. Okay, Rafting ist unser Ding. Yay! Meiner. Hey. Da unten ist gerade kein Anfänger drauf, oder? Was ist denn da los? Ja, der Nebel fehlt. Jimmy, gib Gas! Schmeiß die Bianca an. Tada! Tada! Brille ist jetzt schon nass. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, du willst das Mobbing noch vor heute? Nö. Okay. Du bist da. Das war's doch. Ich hatte aber bis auf meine Brille geschafft. Ja, ich bin den Arsch runter. Oh oh. Jetzt kommt deine Stelle. Oh. Jetzt hat schon von hinten gespritzt. Nicht ganz so gut, aber. Boah. Ja, man weiß es nie bei dem. Der ist gemein. Gefährlich.
Selbst bei mir spritzt es. Ich glaube, ich gehe gleich im Untergrund, da ist es nicht so feucht. Also wir sind alle gemeint heute, dass wir nass werden müssen. Ja. Ja. Die Wassermagnet hat auf alle aufgeteilt. Ja, natürlich. So 25% soll es sein. So soll es sein. Ui. Das hat ganz schön gespritzt bei euch. Mach den Sommermodus aus. Halloween-Modus an, der erschreckt. Ach, nö. Ach, so. Nein. Da kommt mich dazu. Ja, ich aber auch. Ja. Ich hab's schon mal schlimmer abgekriegt. Schlimmer geht immer, oder wie war das? Wahre, denk dran, umso weniger der an ist, umso mehr Kopf hat der. Nein. Warum ich jetzt so? Voll über mich drüber. An mir vorbei. Über mich auch voll drüber. Hallo. 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 Der spritzt es hier wieder. Sehr spritzig heute. Bring jetzt mal. Ich bin wieder auf die Summer Nights. Mit? Man ist schon früh, Alter. Oh, ja, ich hab mich schon drauf freuen. Nein. Doch. Ah, ging noch. Nur so ein bisschen feucht. Oh. Ja, ein bisschen feucht. Erledigt. Oh, wo kommen die ganzen Menschen her? Jo, und wie war es bei uns immer nach Rafting? Das ist immer irgendwie der Wirbelwind. Erst nass werden und dann wieder trocken schleudern. Ja. Und da heute, ja gut, hier ist schon ein bisschen voller, aber da geht noch. Schaffen wir das noch vor der Milch? Also eine Runde Wirbelwind und dann geht's für uns ab zu. Know your mind. Ja, zur Milch. Yay! Freue ich mich schon drauf. Halloween-Zeit ist meine Zeit. Halloween. To make it ha, ha? Halloween. Na gut, die Kombi mit früh dunkel und warm wird mir natürlich noch besser gefallen. Oh ja, wärmer könnte immer sein. Ja. Da fehlt was. Ich weiß nicht, ob sie Aufnahmen macht. Und wenn, dann füllen sie hoch. Und ein Gurt ist ab. Ein Gurt? Ja, hab ich gesehen. Kann ja nichts passieren. Ist ein zweiter Gurt noch dran. Hoffe ich einfach mal. Ich hab's jetzt auch irgendwie nicht angekriegt. Keine Ahnung warum. Ob du überhaupt aufgenommen hast. Meine GoPro ist, weiß ich gerade, aktuell gar nicht. Du hast gar nicht aufgenommen. Nicht, dass die schon fliegen gegangen ist. Nee, das hätte ich gemerkt. Ich denke mal, wenn ich bei der GoPro weiß, ich gerade außen da. Ja, nach einer lustigen Wirbelwindfahrt. Ja, die braucht ein paar Lückenfüller, damit die anderen zusammenfahren konnten. Deswegen wurden wir vorgelassen. Wir waren aber gerade noch die Kurve dran schrauben. Ja, meine habe ich nicht dran gekriegt. Ja, dann ging das ganz schnell mit Einsteigen, ganz schnell brüllen weg und allem. Und ja, da hätte ich dann sogar noch fast mein Handy verloren. Aber meine GoPro lief. Ja, also
anscheinend gibt es eine, also wir haben drei Kurfürst angezogen gehabt. Ja gut, meine war ja noch nicht mal drauf, so weit kam ich ja nicht. Du hast nur den Gurt an. Ich habe den Gurt angehabt. Ja. scheint es doch eine geschafft zu haben. Also wenn, dann habt ihr es ja schon gesehen. Ja. Oh Mann, und man hat es schon wieder erkannt, ne? YouTube. YouTube? Ja, sagte die Dame. Ah, okay. Ja. Also, damit ihr es auch wisst, wir sind YouTube. Ich habe immer gesagt, wir sind von uns bei der Winnie. Ja, aber wir machen YouTube. Okay. Okay. Den nehme ich. Dann gehe ich jetzt in die E-Mails. Und jetzt geht's hier nach Know Your Mind. Ja, hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Mal gucken, ob sie, ja, ob das Erlebnis genauso ist wie beim letzten Mal. Bestimmt. Oder, ja, ich habe Erfahrungswerte aus allen möglichen, also die Halloweens, die ich bis jetzt gemacht habe, das ist jedes Mal irgendwie ein anderes Erlebnis war in den meisten Parks. Dass entweder weniger Schrecker da waren oder auf einmal mehr oder sonst irgendwas. Ja, oder die Szene dann doch anders lief. Ja. Ja. Und deswegen bin ich jetzt hier im Toverland mal gespannt, ob das hier gleich gehalten ist oder ob das auch so extrem unterschiedlich ist. Na, wir werden sehen. Ja. Ich lasse mich überraschen. Ja. Freu mich. Ich freue mich. Ja, und jetzt sehen wir uns nach der Maze wieder, weil Maces dürfen ja nicht gefilmt werden. Finde ich aber auch toll, weil so könnt ihr das Erlebnis besser genießen. Außer die YouTuber, die es dann trotzdem drin haben. Ja, war wieder richtig toll gewesen. Also, Know Your Mind einfach nur zu empfehlen. Ja, man hat gemerkt, wir sind Deutsche und dann hat man sich sogar nochmal extra Mühe gegeben, um uns die Story näher zu bringen. Ja gut, wir hatten uns im Vorfeld, also ich und mein Bruder auf jeden Fall schon mal informiert, wie die Story ist und deswegen wussten wir, was abgeht, aber... Ja gut, und wir waren ja auch schon mal in Know Your Mind. Ja. Aber haben sich richtig gut Mühe gegeben. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder erschreckt worden, definitiv. Ja. Und immer an der gleichen Stelle. Und wir wissen, für dich braucht man keinen Scare-Actor, um dich zu erschrecken. Da reicht normaler Mitarbeiter. Ja, der aus dem Aufzug kommt. Ja. Die Scare-Actor haben die nicht gekriegt. Auch wenn sie mich dann manchmal so tief in die Augen geguckt haben. Habe ich tief in die Augen zurückgeguckt und jetzt? Ja, ich bin halt leicht schwierig zu erschrecken. Da tue ich oft das schade finden, dass ich das nicht so kann wie manche andere. Dieses Schreckerlebnis. Aber dafür erfreue ich mich dann, wenn die anderen sich erschrecken. Aber auch dich hat man schon mal gekriegt, also von daher. Und mich hat man auch schon mal gekriegt, obwohl es bei mir auch sehr schwierig ist. Und ihn hat man auch schon heute gekriegt. Na, ihn kriegt man leicht. Er ist sehr schreckhaft. Ja. Ja, und jetzt geht's für uns ab in die nächste Maze. Menschen de la Magic. Menschen de la Magic. Menschen? Mason de la Magic. Ja. Und ja. Und dann sehen wir uns nach der Maze wieder und dann geht es direkt wohl zur Parade. Mal schauen, ob wir da pünktlich zurück sind. Ich hoffe. Wir sind ja relativ früh an der Maze. Ja. Das heißt 60 Minuten, wir haben anderthalb Stunden, sollte klappen. Großes Zeitfenster geplant. Ja. Und ist heute bis jetzt auch noch gar nicht so voll. Muss ich sagen, toi toi toi. Aber man weiß ja nicht, wie es an der Maze noch selber aussieht. Wollte ich gerade sagen, hier ist nicht voll. Wir werden sehen. Ja, genau. Ja, und die zweite Maze für heute auch geschafft. Magic de la Maze. Ja. Einfach wieder geil. Also ich war verwundert, wie wenig Wartezeit da war. Ja. Da die, obwohl die Fährpässe ausgebucht sind. Also ja. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und es sind so einige erschreckt worden wieder. Mano. Ja. Ich nicht. Ja, auf dem Foto bin ich leider nicht erwischt worden, aber die anderen drei seht ihr jetzt hier. Die sich erschrecken lassen haben. Nee, ich wurde nicht erschreckt. Ja, jetzt geht's zur Parade gucken. Ein Muss zu Halloween. In de kluizen braken. Dag en nacht. Daarom staan er altijd twee poortwachters op wacht. Twee poortwachters. Dag en nacht. 503! 503! De wind is gedraaid vanavond.
Herr Thailand wäre. Wees gewaarschuwd. Zoek beschutting. Het kan wel eens een ruige nacht worden. Wees dan voorzichtig. De winden veranderen boven Port Laguna. Nog niets. Ah, kijk eens aan. Manouk Magistralis met de vangst van vandaag. Een nieuwe lading slechte... Minder goede. Duistere magie. Was dat nou echt nodig? Ach, dan is ze voor het avondeten thuis. Laat mij die koffer maar nemen. Ik weet het niet. Maar ik wel. Geef die koffer maar aan mij. Nee. Geef die koffer nou maar gewoon aan mij. Ik denk dat het een slecht idee is. Dat ze jou ooit tot poortwachter hebben benoemd. We kunnen die kluis niet zonder gevaar openmaken. Alles wijst erop dat het is aan onze taak als poortwachter om de duistere minder goede magie buiten het toverland te houden. En dat moeten we ook zo houden. We doen het niet. Niet nu. We moeten wachten tot het strand leeg is. Jij moet wachten. Dat lijkt me het veiligst. Tot het hele strand leeg is? Ik vertrouw het niet. Er staat een andere maan vanavond. En wat als de inhoud van die koffer in verkeerde handen valt? Is dit gewoon niet het juiste moment om die kluis... Die kluis is als de doos van Pandora. De verzegelde grimoire. Het paard van Troje. We wachten. We wachten. Tot het hele strand leeg is en alle neuzels veilig thuis zijn. Dat lijkt mij het verstandigst om te doen. Wachten, poortwachter. Wachten, poortwachter. En waar denk jij, Edi Valentarius? 1318! Waar al deze mensen hier dan precies op staan te wachten?
Boswachters kunnen niet toveren. Boswachters mogen niet toveren. Dit is niet de juiste weg, 616. Laat het los. Ja, misschien heb je wel gelijk. Het lot van Port Laguna ligt nu in onze handen. Maar wie zijn wij om daarover te beslissen? Laten we het hen vragen. Moeten wij de kluisdeuren openmaken, deze minder goede magie opsluiten? Of laten wij de kluisdeuren gesloten vandaag en riskeren wij alles? De keuze is aan jullie, tovergelovers. Open of gesloten, dat is de vraag. Ik hoor jullie niet. Open, open, open. Alles is in orde. Nu.
Ja, nach einer schönen Parade geht jetzt ab, ja, mal durch eine kleine Skerso und gucken, ob hier schon was los ist. Seid ihr treu? Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ja, mitgekriegt, dass es wieder Cocktails hier gibt. Wir wollten mal gucken, ob wir uns nicht einen Cocktail genießen. Für Halloween. Weil im Sommer konnten wir das ja schon hier nicht. Halloween-Cocktail. Ja. Wir werden es euch verraten, ob wir sie gekriegt haben. Wir hatten jetzt gerade schon nach Cocktails geguckt gehabt, hat aber irgendwie alles noch nicht so geklappt. Der Park hat sich doch extrem noch gefüllt. Und jetzt haben wir unseren Zeitslot, versuchen ihn gerade noch pünktlich zu bekommen. From the Witcher's Forest. Also erstmal ab durch die Maze. Und dann können wir später noch in Ruhe gucken, wenn wir die Zeitfenster alle hinter uns haben, ob das mit Cocktail noch klappt. Ja, genau, weil die Zeitfenster sind wichtig. Wir wollen uns gruseln. Ja. Gruselmusel. Und Witcher's Forest ist dafür bekannt, sogar mich zu kriegen. Ja, und ist voll. Guck mal gerade auf. Und wie waren die Cocktails? Meiner ist immer noch gut. Meiner ist auch gut. Meiner auch. Und Marvin? Ich bin fertig. Die waren fertig. Das reicht. Echt? Ja, Gott sei Dank kann sie nachher, wenn ich nach Hause komme, wieder aufmachen. Das Zeichen jetzt, wie das richtig geht. Nach einem leckeren Cocktail geht es für uns nochmal auf eine Abschlussfahrt. Und das ist Django River. Ja, Rafting, mal als Abschlussfahrt. My Ding.
ist schon lange her, dass ich Rafting als Anschlussfahrt gemacht habe. Früher im Moviepark zur Mystery-Zeit noch. Ja. lang ist her. Ja. Deswegen heute mal zum Abschluss Rafting. Ist das richtig? Ist unser Ding. Nein, meins. Nein, unsers. Okay, unsers. Ist genehmigt. Meins. Unsers. Wenn die zwei streiten, fahre ich als Dritte, ne? Nö. Du siehst es ja gar nicht kommen. Dann kommt's auch nicht. Oh oh. Nein, nein, nein. Ich hab's schon gesehen. Und kam's? Nein. Ich krieg ein Drehbuch. Das Schweigdilemma. Ja. Alle sitzen am Beten vor dem Wasser. Nee, das nicht, aber ich genieße das. Nein, aufrecht. Nein. Oh. Ah, oh, mein Gott. Ging ja noch einigermaßen. Ich schau mir hier so die Lichteffekte an. Das ist auch so. Ja. Ah, ich bin nass geworden. Oh. Wenn ich Zeit habe, bedauere ich dich, okay? So, jetzt. Das sehe ich nicht selbst. Genau. Nein. Nee, ne? Nicht schon wieder ich. Ja, klar, du. Doch, doch. Oh. Was passiert denn? Hast du ja noch Glück gehabt. Ja. Etwas mehr und du hättest es voll bekommen. Nein, nein, nein. Warum jetzt wir? Nein. Ich bin so halb. Und dabei hättest du es verdient. So ein Viertel eher. Warum? Du bist halb. Weil du gerade gesagt hast, ich hätte es verdient. So, da hattest du ja auch. Und du hast verdient auch nicht zu laufen. Ja. Nö. So. Nö. Habt euch lieb, wa? Nö. Ich sehe es doch nicht kommen. Ja, dann kommt es auch nicht. Alte Kindergartenregel. Was da nicht passiert auch nicht. Siehst du, ich bin nicht hier. Ich spiel verstecken. Ich seh dich nicht, also siehst du mich auch nicht. Diese Kinderlogen, die war so geil früher. Ja. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht, dann kannst du mich nicht sehen. Ich spiel verstecken. Ich bin weg. Seh dich? Nein. Doch. Oh. Ich seh dich auch nicht, also kannst du mich nicht sehen. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade noch schön Rafting gemacht, ne? Ja. Und jetzt geht's für uns zur Abschluss-Celebration. Feuerwehr! Genau! Hello! Frohes Neues! Ah ne, ist ja noch Halloween. Happy Halloween! Ja. Und viel Spaß beim Abschluss mit dem Feuerwerk!
ging hoppla hopp. Und wir, ja, dauert zwar noch, bis wir hier vom Parkplatz runterkommen, aber ich habe meinem Bruder gesagt, komm, lass uns schon mal anstellen. Ja, können wir ja vom Freizeitpark aus anstellen. Ja, ich möchte, dass mein Bruder nicht die Wahrheit gesagt hat. Weil er jetzt auf dem, heute Morgen, also heute Mittag, wo wir angekommen sind, hat er gesagt, heute verlasse ich die heute fahre ich nicht nach Deutschland rein. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, nach Deutschland reinzufahren. Dann hat er Unrecht gehabt. Das schaffen wir nicht, ich muss erst Reward machen. Da habe ich deine Schritte erinnert. Ja, die gute Reward-App. Ja, also war wieder ein super Tag. Ja, Feuerwerk hatte kleine technische Probleme zum Schluss. Okay. Aber kam ja doch noch. Ja, also ich fand es heute sehr angenehm. Ich habe auch schon einen volleren Halloween-Tag hier echt gehabt. Ja. Ich habe ja auch bei den Macy's mit höheren Wartezeiten gerechnet, weil der Fährpass ausgebucht ist. Aber nein, also die Abfertigung war hier bombastisch heute. Also. Die ist mega gewesen, das stimmt. Ja. Ja, leider nicht treu geschafft zum Abschluss und so weiter wegen hoher Wartezeiten. Aber das schaffen wir bestimmt am nächsten Vlog wieder. Definitiv. Bestimmt. Stimmt vielleicht. Ja. Ja, nee, ja. Ja, im nächsten Mal werden wir im Toverland. Genau. Weil der nächste ist nicht Toverland. Nee, ja. Morgen sind wir woanders. Genau, und danach wieder woanders und dann wieder woanders. Nee, das dritte woanders ist schon wieder hier. Ja, ja. Aber ist woanders zu dem Mal, wo wir vorher dann waren. Ja. Aber eins kann ich verraten, morgen sind wir im gleichen Land wie heute. Ja. Auch wenn es nicht das Toverland ist. Und auch wieder Halloween. Ja. Ja, alles andere macht mir gerade gar keinen Sinn. Nee. Ist doch Halloween-Zeit. Also es hat auf jeden Fall wieder richtig schön Spaß gemacht. Ich bleib dabei, Toverland ist Bombe. Ja. Die geben sich viel Mühe. Klar gibt es da auch wie heute technische Defekte mal, aber ja, haben sie mal hingekriegt wieder. Oder mein Bruder erschreckt sich fast vom Pferd. Was wie halt. Fast. Oh komm, ich muss zugeben, Dollhaus hat mich erwischt. Ja. Ja, du bist ja auch ein Doll. Ja, aber dass man mich erwischt, ist ja wirklich schon eine Ausnahme. Ja, bei mir hat sich das Monster Mühe gegeben, das wollte mich unbedingt erschrecken. Und statt mich zu erschrecken, ist ihm die Tasse kaputt gegangen. Ja. Musst du jetzt nachzahlen? Hab ich ja nicht kaputt gemacht. Ja, jetzt geht's für uns wieder nach Hause. Ja, noch eine Stunde Fahrt. Ja. Wenn man ja, vom Parkplatz erst wieder runter ist. Ja, drück mir mal die Daumen, dass ich recht habe, dass ich heute nicht mehr nach Deutschland komme. Ja, ihr werdet es hier leider nicht mehr kriegen, oder? Ihr müsst es in die Kommentare nachfragen. Ich werde das wahrscheinlich vergessen als Nachtrag, ob wir das geschafft haben oder nicht. Ansonsten in den Kommentaren bitte nochmal erinnern. Ich erinnere ihn nicht, wenn wir nach Deutschland fahren, auf die Uhr zu gucken. Kann ich ja alles immer überprüfen, lang der Daten. Nein. Ja, lasst gerne einen Kommentar oder Like da, wie euch das Video gefallen hat. Ja, und für die Leute, die es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Ist alles gratis. Links abbiegen auf Schorfenweg. Ja, und wenn ihr das getan habt, sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fahrt und Freizeit, Winnie, nur für euch unterwegs on Tour. Ganz gruselig international. Ja, der gruselt mich auch.